Was war Ihr erster Berufswunsch? Schon als Kind wollte ich Journalistin werden. Nach welcher Maxime bestreiten Sie den Tag? Bedenke das Ende. Alles, was man macht, sollte man sich von Anfang bis Ende durchdenken und das Ende ist ganz wichtig im Auge zu behalten. In welchem Kinofilm würden Sie gerne die Hauptrolle spielen? Ich möchte gar nicht in einen Kinofilm, sondern in eine Serie, und zwar House of Cards, weil sie so verdammt ähnlich dem tatsächlichen politischen Leben ist und nochmal einen schönen Fokus gibt auf die amerikanische Politik. Was ist Ihre größte Schwäche? Süßigkeiten, überhaupt Essen, toller Weißwein. Welche Bücher liegen auf Ihrem Nachttisch? Ich lese von Ellsberg Blackout oder habe es gerade gelesen, ein fantastisches Buch, das zeigt, wie riskant es ist in unserer heutigen digitalen Welt, die Vernetzung, welche Risiken sie birgt. Ein spannender Thriller. Was können Sie besonders gut kochen? Spaghetti Bolognese, sagt meine Familie. Wie können Sie am besten entspannen? Beim Treffen mit meinen Freunden, schöner Restaurantbesuch, gemütliches Zusammensein, den ganzen Abend quatschen. Was mögen Sie an der CDU? Die CDU ist für mich tatsächlich politische Heimat. Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit, das sind die Werte, nach denen ich leben möchte und nach denen ich auch mein politisches Handeln ausrichte. Wo, wenn nicht in Nordrhein-Westfalen, würden Sie gerne leben? Ganz schwierige Frage. Ich liebe es, in Nordrhein-Westfalen zu leben. Also erstmal kommt NRW und dann lange, lange nichts und ganz vielleicht Berlin. Sie sind seit Mai neue Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Inwieweit haben Sie sich im neuen Amt eingelebt? Eigentlich ganz gut. Ich bin ja jetzt ein paar Wochen im Amt. Es ist ein wahnsinnig spannendes Aufgabenfeld. Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz, Verbraucherschutz. Überall finden Sie aktuelle Themen, aber auch ganz wichtig, die langfristige Betrachtung. Was werden die besonderen Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit sein? Na gut, wir haben in der Umwelt das Thema Luftreinhaltung vor allen Dingen zu bearbeiten, Stichwort Diesel-Pkw. Wir müssen in der Landwirtschaft uns um die gemeinsame Agrarpolitik kümmern. Im Verbraucherschutz ist ganz wichtig der digitale Verbraucherschutz. Das heißt, wir gehen die Verbraucherinnen und Verbraucher mit der digitalen Welt um. Und beim Naturschutz geht es natürlich darum, die Biodiversität auch bei uns in Nordrhein-Westfalen voranzubringen und Trends wie Insektensterben zu stoppen. Ihr grüner Amtsvorgänger hat oftmals eine sehr polarisierende Politik betrieben. Was wollen Sie tun, um die unterschiedlichen Interessen von Landwirten und Verbrauchern zusammenzubringen? Ich bin angetreten, dass ich Landwirte und Umweltverbände, Verbraucher, Wirtschaft zusammenbringen möchte. Ein Instrument dazu sind Dialogrunden, die wir jetzt schon mehrfach auch erfolgreich haben stattfinden lassen. Es geht darum, dass wir zusammenwirken an einem besseren, für ein besseres Leben in Nordrhein-Westfalen.